Hallöchen und herzlich willkommen bei Mass Effect 3. Da wo haben wir letzten aufgehört? Ja, mit ein Kriegskampf. Ja, Tiefpunkt. Okay. Wie soll ich das steuern, oder Scheiße? Ah, da. Okay. Ja, mach ich! Muss der Welt nicht mehr da, die Soldaten von Severus. What the fuck? Einer von uns muss die Reparaturen durchführen. Idee. Wie bringen Sie das in Ordnung? Ich führe die Reparaturen durch. Konzentration, Liara. Nur Sie und ich. Aber sicher, Shepard. Warte weg, nein! Oh, Shepard! Ich hab bessere Idee. Ich werde damit. Warte, was? Ich sehe gar nicht. Es ist mehr Zeit erforderlich. Oh nein, nicht die. Oh ne Scheiß. Ja, klar, gibt dir. Ich allein, gell? Ich muss kurz wechseln. Ja, gibt ja. Reparatur abgeschlossen. Die Geschütze können jetzt online gebracht werden. Alles klar, wird gemacht. Endlich, mein Gott. Flugabwehrgeschütze wieder online. Verstanden. Bringen wir diese Leute hier raus. Juhu, fertig. Okay, die Geschütze holen bereits Cerberus-Schiffe vom Himmel. Wie stehen wir? Alles im Plan. Im ersten Shuttle sitzen bereits alle unter 16 Jahren. Commander, wann sollen wir hier weg? Wann haben wir die besten Überlebenschancen? Jacob, was meinen Sie? Sind wir bereit? Fast. Wir könnten weg. Aber es gibt keinen zweiten Durchgang. Richtig, wir haben einen Versuch. Und wir wollen nichts zurücklassen, das dem Unbekannten irgendwie nützlich sein könnte. Sie entscheiden. Sofort. Evakuieren. Ah, ich kann das nicht aussprechen, ich bin so schlecht. Noch nicht. Was entscheiden wir? Machen wir noch nicht. Ich gebe das Signal. Beginnen Sie mit der Evakuierung am Befehlsterminal. Gut. Link. Gut. Was haben wir da? Aha. Die Schütze sollen ein Loch stanzen und dann starten sie Shuttle 1.
Alle hier begeben sich zur Shuttlebucht und... Selbstmordpilot hat ein Geschütz zerstört! Cerberus-Truppen sind... Bringen Sie die Leute hier weg. Scheiße. Das kann noch nicht vorbei sein. Scheiße. Landezone, aber ich komme wieder auf den Landezone. Ja? Nee. Ah. Dann muss ich hier unten runter gehen. Das ist irgendwie... Ja, genau. Hier. Sichern Sie erst die Shuttlebucht, damit wir die Tür öffnen können. Begeben Sie sich dann raus zum Landeplatz. Verstanden. Ja, gib dir. Oh, ich sterbe gleich. Ah, oh, fuck. Ich werde gleich. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin noch nicht tot. Gott sei Dank. Nein, ich bin tot. Ja. Was war das denn? Ohne Scheiß, was war das doch? Oh nein! Also gehen wir weiter. Was? Hä? Also? Hä? So, ja jetzt. Hä? Was? Ja klar. So, ah, hab ich aufgehört. Deswegen. Shuttlebuch, damit wir die Tür öffnen können. Begeben Sie sich dann raus zum Landeplatz. Verstanden. Jacob, rauf mit der Haupttür. Verstanden, Shepard. Wird gemacht. Okay, bringen wir diese Leute hier raus. Wo ist der? Also, Leander. Und, was? Was du Enger ist das denn? Nein! Fucking Computer! Also Leute, tut mir leid, aber mein Computer hat irgendwie geschmiert. Hat mir automatisch auf der Desktop rausgeschmissen. Und von Spiel, ja, von Spiel rausgeschmissen, okay, auf den Desktop reingemacht. Deswegen war ich... Alter, Gott sei Dank müssen wir das nicht wiederholen. So, leck den, das ist so... Komplett noch stärker als vorher. Meine Scheiß. Kein Ende oder was? Also nicht schnell, wenn du willst, du verrecken einmal. Jesus. Yeah.
gehen auf beiden Seiten in Position. Ich habe Sichtkontakt. Los. Lange ist meine Muni langsam leer. Laufen wir. Ja, ich gehe auf die andere Seite, Leute. Ja, gib dir! Wie schnell hat er explodiert? Fucking Rauch, ich sehe nix. Oh nein! Wir müssen sie nur noch ein klein wenig länger aufhalten. Jetzt verliere ich es schon wieder. Mein Gott, Bro. Schalten Sie den Schildgenerator aus. Alter! Das war einfach nicht verregen. Ja, ich sterbe gerade! Ich verrecke gerade! Wo ist der? Ja, endlich, mein Gott! Shepard, Atlas, soeben gelandet. Ach du Schade. Wir räumen Ihnen eine Landezone frei. Ja, Sniper. Jawohl, besiegt. Nein. Hallo? Okay. Das war mal wieder haarscharf, was, Shepard? Schön, Sie wieder in Aktion zu sehen. Ja, fühle mich gut.
Ich hatte befürchtet, wir bringen niemanden lebend raus, aber dank Ihnen haben wir es bei fast allen geschafft. Danke. Dr. Cole, ich habe eine Bitte und Sie können sie mir nicht verweigern. Ich brauche Ihre Hilfe gegen die Reaper. Ich stehe natürlich zu Ihrer Verfügung. Und Sie können sicher auch auf die anderen zählen. Sie auch, Jacob. Ich brauche Sie. Natürlich, aber ich möchte bei diesen Leuten bleiben. Warum? Sie wollen sich unserem Team nicht anschließen? Ich bin hin und her gerissen, aber ich muss mich um diese Familien kümmern. Das ist jetzt mein Platz. Ich hoffe, Sie verstehen das. Bitte. Okay, ich verstehe. Passen Sie gut auf Sie auf. Die Allianz braucht diesen Tiegel. Geht klar. Gut, melden Sie sich bei Admiral Hackett wegen Ihres Auftrags. Ich habe noch nie jemanden wie Sie getroffen, Commander. Ich fühle mich besser, nur weil Sie auf unserer Seite sind. Danke. Shepard, wenn das alles vorbei ist, gebe ich einen aus. Passen Sie auf sich auf. Okay. Hackett hier. Ich schicke ein größeres Wissenschaftsteam. Ich habe das Dossier. Alle Cerberus-Überläufer. Passen Sie auf sie auf. Das werde ich. Sie können gleich am Tiegel mitarbeiten. Jacob Taylor ist bei Ihnen und sucht bereits einen Platz für die Familie. Auch er ist von großem Wert für uns. Dem unbekannten Dr. Cole abzujagen ist wirklich ein Coup. Sie ist ein großer Gewinn für uns. Je früher der Tiegel fertig ist, desto besser werde ich mich fühlen. Und ich erst. Shepard, Ende. Jo. Backen klingt nicht schlecht aus, muss ich sagen. Ja, bekommt für jede Mission dann mehr Geld von Allianz. Ja, gut. Cerberus war eine Weile lang ziemlich beliebt. Sie haben die Kollektoren bekämpft, während der Rat nur Däumchen gedreht hat. Und jetzt töten sie Zivilisten und greifen unsere Verbündeten an. Also Leute, ich werde vorschlagen, dass reicht für diese Folge und bis nächstes Mal. Euer Sachs. Ciao.